Ja, bei den tropischen Temperaturen heute war es natürlich anfangs etwas schwer, überhaupt reinzukommen. Wir waren am Anfang ja sehr hektisch, sag ich mal. Wir wollten immer jeden ersten, zweiten Ball nach vorne spielen. Haben aber daher zum Mitte oder zur Ende der ersten Halbzeit haben wir gemerkt, dass wir ja, ein bisschen mal die Bälle hinten laufen lassen. Und dann fiel auch nachher, ich glaube so nach einer halben Stunde, das 1-0 und kurz danach auch das 2-0. Und ja, dann haben wir das nachher auch noch ganz gut gemacht in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte haben wir natürlich viel durchgewechselt. War natürlich ein bisschen schwer, erstmal wieder reinzukommen. Die Mechanismen, neue Spieler. Aber nachher letztendlich 6-1 haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Also wir haben das über weite Strecken, haben wir unser Spiel versucht durchzuziehen. Es hat manchmal besser geklappt als in anderen Situationen, sag ich mal. Also wir haben versucht, sie mehr vorne zuzustellen. Hat nicht ganz so gut geklappt, weil sie sich gut gelöst haben. Ja, aber man hat Ansätze gesehen. Wir sind ja noch relativ in der Mitte der Vorbereitung. Die ganzen taktischen Sachen kommen jetzt und ich bin da guter Dinge auf jeden Fall. Ziel ist ja, wir haben viele Abgänge gehabt, Qualität verloren, aber auch Qualität dazu gewonnen. Ich würde sagen, wir sind von der Qualität noch besser als letztes Jahr und ich denke mal, wir werden bei den oberen Plätzen auf jeden Fall mitspielen. Das ist unser Ziel auch. Also unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir besser abschneiden als letzte Saison. Das ist auch mein persönliches Ziel. Wir sind letztes Jahr, haben wir einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Und wir wollen natürlich besser abschneiden als im letzten Jahr. Wir haben auch viele neue dazu bekommen jetzt, deswegen kann das auf jeden Fall eine sehr gute Saison für uns werden.